Ja, Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch einfach mal meine Silvesterreste. Ist echt extrem viel noch übrig. Ja, ich dachte, es geht viel schneller alles weg, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Besonders viel Böller sind noch übrig, aber die werden eh eingelagert. Besonders die Big Booster 2 von Panda und die Booster D von Panda. Hier noch China Böller D, den habe ich nicht mal ausgepackt. Wird dann halt alles in einen Karton hier hinten reingetan und dann ja eingelagert. Fangen wir hier einfach mal an. Hier ist keine Batterie drin, hier ist einfach Quattro, vier Farb. Prachtfontäne, Lüftikus, ist hier noch China Böller D von Komet aktuell. Hier noch eine Dominus-Fontäne von Deco. Dann, na, das sind meine ganzen Feuerzeuge noch drin, die ich benutzt habe. Dann, ja, in den zwei sind noch Batterien drin. Einmal die Reno Charge 2013, also die neueste. Ja, ihr wisst, wie die aussieht. Dann hier eine ältere, ja, was heißt ältere, Alligator. Eine von 2012, 2013, also Charge 2012. Ja, habe ich auch nicht gezündet. Dann hier Pyro Art Kubis noch zwei. Kubis von Panda noch 9 Stück, glaube ich, habe ich jetzt. Ja, genau, einer ist weg. Dann hier noch Kubis von Veko 1-2. Hier noch 2 Stück drin. Hier noch eine ganze Packung. Also noch 3 ganze Packungen und eine fast ganze. Man fällt schon alles um. Ja, dann hier noch Komet. Auch noch fast voll. Naja, bisschen was habe ich schon geschafft. Nico, hier eine Böller D. Hier war noch der Keller. Hier eine Böller D. Dann hier noch 2 ganze. Also noch eingeschweißt, Nico und Komet. Dann, ja, hier die habt ihr ja schon gesehen. Dann noch 2 volle Packungen Flashbang. Und eine mit 8 Stück noch, also 28 Flashbang. Hier noch meine Raritäten, habe ich eh nicht gezündet. Hier noch die Dynamit, alle noch eingeschweißt. C, Superböller 2 und D. Jo, D. Hier noch angebrochene Böller von der Testreihe. Wird auch noch folgen. D-Böller Testreihe. Defender 2 Packungen. Von der Kong Max habe ich noch 5 Stück. Die Version mit 35,64 Gramm. Also die mit bunten Sternen und lauter ist. Cubic Thunder Killer noch 3 Stück. Auch nicht getestet. Habe ich vergessen. Weil es einfach zu viele Artikel waren. Hier noch die 3 großen Kanonenschläge von Veko. Auch noch alle 3. Schocks. Auch kein Video gemacht. Wird aber auch noch folgen unterm Jahr, denke ich. Skyrockets, auch noch, warte mal, hat mal 4, ja, 4, 1, 2, 3, 4 Packungen, JR4 noch 2 Packungen, Jorge, machen wir hier weiter,
Bombastiker wollte ich eh nicht zünden. Wird eh aufgehoben. Hier noch vor Metalhead eine Rakete, dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kugelkopf, also Ring Rockets von Nico. Hier noch die ganzen Flash, Burst, Turbo Raketen von Nico. Römische Lichter von Panda und Keller. Milano Set. Hier noch das Knallfaktor 120. Angebrochenes Leuchtspektakel. Noch ein ganzes Leuchtspektakel zugeschweißt noch. Also halt, ja, nicht geöffnet. Vulkanex von Panda. Kugis von Nico. Noch 9 Stück. Big Flashing Thunder. Haben wir noch von jedem einen. Testvideo wird auch folgen. Montreal noch ganz voll, nicht geöffnet. Hunan von Aldi Süd, Helios bzw. Veko noch ganz. Was haben wir jetzt hier vergessen? Nichts mehr eigentlich. Ja, hier noch einzelne Böller, ganz viele. Cheops-Knall auch noch. Hier Cheops-Knall. Panda, Riesenknallfrösche, Frosch B, Keller, Litzen, habe ich auch noch. Ja, das war's dann eigentlich. Schauen wir, ob hier noch was drin ist. In der Kiste von 2012, 2013 Silvester und ein paar Gewinnartikel von Gewinnen. Ne, ist eigentlich alles weg, das bloß vom ne, okay, die Kubis von Helios ist noch einer da. Diamond, hier ein paar einzelne sind von Gewinnspielen. Ja, das war's dann eigentlich. Und ja, da ist noch das Traffic Light, genau. Traffic Lights von Nico mit 3 schönen Batterien. Für unter einem Jahr, die Batterien werden auch getestet. Und ja. Dann war's das. Echt noch extrem viel. Könnte man nochmal Silvester davon feiern. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.